was in Kingdom Hearts komplett bisher geschah. No! Please don't! I don't want to... Goodbye. What are you? That's me. Dylan. Alias. Evan. Yenzo. Hey, are the other two still out cold? Dylan and Evan are conscious again, but still unstable. They're resting inside. Und Mickey kommt mit. Was auch Leute, hier ist wieder Draklinus mit Let's Play Kingdom Hearts kompletten Abschnitt von right, the old mansion's out past the woods. Kingdom Hearts 3. Und genau da müssen wir in diesen Part hin. Das machen wir aber gleich erst, denn ich habe ja den letzten Part damit abgeschlossen, unerfolgreich, also erfolglos, Embleme zu suchen. Glücksembleme. Die Sache ist, ich habe jetzt offscreen ein bisschen gespielt, weil ich Postgame-Dateien schon mal vorbereite. Oh ja. Let's see. Und im selben Rahmen habe ich natürlich auch schon das ein oder andere Glücksemblem gefunden. Zum Beispiel haben wir da hinten gerade eins gesehen und ein anderes, an dem bin ich gerade eben vorbeigelaufen. So. So, die drei Teller meiner Meinung nach eines der fiesesten Glücksembleme. Gleich nach dem auf der Tram. Auf das hätte ich aber auch echt weit früher kommen können. Nice. Damit haben wir 5 Glücksembleme. Und noch einen Expertenring, davon haben wir ja schon einen. So, okay. Ansonsten können wir endlich weitergehen. Es gibt hier noch eine Truhe. Oh ja, Donald. Irgendwie hat Donald richtige Probleme zu sprechen, wenn er nicht in der Cutscene ist. Weil er so hammerlangsam spricht. Fluorid zum Aufleveln von Schlüsselschwertern. Wir gucken gerade nur noch mal schnell, ob ich auch wirklich nichts vergessen habe hier. Glücksemblemmäßig. Nee. Wir sind on course und werden in diesem Part auch alle finden. Alle. Aber ich brauche nicht groß rumsuchen. Ja, Donald, das müssen wir. Ein neuer Abschnitt der Kanalisation, ein unterirdischer Kanal. Ich schlag viele Sachen an, weil wir hier auch gerne mal Splitter, wie ihr seht, kriegen können. Also Synthetisierungsmaterialien und davon einige zu haben. Ist jetzt nicht so das Schlechteste auf der Welt. Gibt's Schlimmeres? Ihr seht, die können aus allen möglichen Sachen rauskommen. Nicht nur unbedingt aus Kisten, sondern auch aus Fässern, Müllsäcken und so weiter. Irgendjemand... Ja, Donald immer nur am Nörgeln, nee. Also scheinbar die Bewohner von Twilight Town wissen diese Materialien nicht zu schätzen und werfen die immer weg. Oh, mal ohne Kamerawechsel. Das ist so eine Sache, die dieses Spiel machen wird. Wenn immer eine Wand im Weg wäre bei einem Kamerawechsel, die ja meistens vor Sora gerichtet wird, das heißt, wenn immer Sora eine Wand anguckt, wird sich die Kamera nicht wechseln oder es wird ein anderer Kamerawinkel angesteuert in einem Formwechsel, wo normalerweise sich die Kamera ändern würde. Einfach nur ein Trick, um Kamera-Clipping zu vermeiden, beziehungsweise dass man generell nicht auf die andere Seite von Wänden gucken kann. Was ja nur in allzu vielen Spielen geht, vor allen Dingen heutzutage, im Zeitalter der unfertigen Spiele. Und ich kann euch sagen, Kingdom Hearts 3 gehört definitiv nicht zu diesen unfertigen Spielen. Es ist also auch in diesem Bereich genau das, was ich mir gewünscht habe. So. Let's see. Yes. Erstmal wird es Zeit für 2 weitere Glücksembleme. Das Loch zum Herrenhaus in Twilight Princess wurde gefixt. In Twilight Town. Sorry. Aus Kingdom Hearts 2 wurde gefixt. Es existiert nicht mehr. Und sie haben es sogar noch verstärkt. Falls sich jemand fragt, was diese Mauer ist, da oben sind die Schienen der Bahn. Also der richtigen Bahn.
nicht der Tram der richtigen Bahn, die wir ja auch schon aus Kingdom Hearts 2 kennen. Oh. Heartless! What do you think they're up to? Look! On that branch! The Heartless have him surrounded! Oh no! Watch out! Yeah! Das ist... They don't, Donald, they don't. Das ist Remy, die Ratte aus Ratatouille. So, Spritzfahrt. Ein neuer Attraction Flow. Den müssen wir unbedingt noch machen. Der funktioniert wie folgt. Ich fahre an Gegnern vorbei und ramme sie. Das macht Schaden. Gleichzeitig ziehe ich damit eine Wasserspur, die ich so ziehen kann, wie auch immer ich will. Mit dem finalen Abschlusskommando fahren wir die Spur entlang und schaden nochmal allen Herzlosen, die da auf dem Weg sind. We attack its weak point for massive damage. Auch das eher so ein Attraction Floor, was mir viel zu lange dauert. So, Zeit, das Schlüsselschwert zu wechseln, um das mal zu zeigen. Wir haben hier das Absorptionsschlag-Shotlock. Wobei, habe ich das schon mal gezeigt? Ich weiß nicht. Also wir haben da tatsächlich ein unausgereiftes Shotlock, was mich tatsächlich heilen kann. Also, was das angeht, ist es schon mal nicht schlecht. Insgesamt mache ich das Schlüsselschwert nicht so, aber das liegt eher an seiner zweiten Form. Dem Konterschild. Die Form selbst ist nicht das Problem. Ich meine, ich kann mit der Form kämpfen und alles ist gut. Soweit. Das Problem ist das Folgende. Das Finale. Die Sache ist nämlich, trotz dieses Kamerawinkels muss ich trotzdem noch Pegasus, also den Pegasus hier steuern. Was echt ziemlich wonky ist, vor allen Dingen in solchen engeren Regionen. Außerdem dauert es viel zu lange, genau wie die Traction Floss, und ist deswegen einer der Gründe, weswegen ich es nicht gerne einsetze. So. Aber dieses Schlüsselschwert hat auch noch ein zweites Shotlock. Oh, vielen Dank, Leute. Ich wollte es ja gerade nur zeigen. Well, take care. Whoa! Lucky! That little feller's parked on your head! Huh? Would you cut that? You know, maybe he wants you to pick up the fruit for him. Okay, that's fine, but I can do it by myself. I just need to collect the fruit. Right then. So, what are you gonna do with all this anyway? Huh? Oh. Well, okay. You be careful going home. See you around. Tja, was soll man jetzt damit machen? Die Sache ist, ich weiß ja, wo er damit hin will. Aber er ist weg. Yep.
Aber es gibt hier noch einige Kämpfe und es gibt hier auch noch einen Trotlock zu zeigen. Und es gibt hier auch noch ein paar Kisten und ein Glücksemblem, bevor wir jetzt im Herrenhaus gehen. Ach, der Wald aus Twilight Town. Was für Erinnerungen wir hier haben. Hauptsächlich sind wir hier mit Roxas durch, als mit den anderen. In der ersten Kingdom Hearts 2 Folge waren wir hier. Das war auch damals, wo wir die Stimme der Niemande gehört haben. So. Konterschiff. So, wenn ich in der Nähe eines Gegners bin, das vorausgereifte Shotlock ist nämlich ein Nahkampf-Shotlock. Passiert das hier. Und jetzt wisst ihr auch, warum es ein Nahkampf-Shotlock ist. Au, ich bin gesprungen, aber irgendwie... Es war wohl einfach zu spät. Wenn wir gleich mal ein bisschen Ruhe haben. So, ich will mal eine Fähigkeit abrüsten. Wo bist du denn? Da, das gute alte Autofinale. Ich lasse es mal abgerüstet. Dann kann ich nämlich den Konterschild einsetzen, ohne das Finale einsetzen zu müssen. Was ich zurzeit wirklich nicht leiden kann. Es bietet einem iFrames, es währt lange. Also insofern, es hat sogar positive Attribute. Und ist nicht unbedingt das Schlechteste auf der Welt. Aber die Sache ist halt, es dauert so irrsinnig lange und die Steuerung lässt es nicht gleich gut aussehen. Es ist also ein Zwiespalt und ich bevorzuge es wirklich, das nicht einzusetzen. Deswegen werde ich das Autofinale gerade mal extra dafür ausmachen. Weil sonst kann ich ja machen, was ich will und das Finale wird jederzeit initiiert. Auch zu Zeitpunkten, wo ich das überhaupt nicht haben will. Oh, dürfen wir mit dem Kampf kurz unterbrechen? Jo, mein Controller! Alter, ich habe noch keinen neuen Controller. Sieht man, glaube ich. Ich versuche nicht zu laufen. Das macht mein Controller gerade alles selbstständig. Alter, ist das schlimm. Raketentanz. So. Wenn wir da jetzt durch sind, haben wir auch schon das vorletzte Glücksemblem. Es ist also, wenn ihr Probleme bei der Suche nach Glücksemblemen habt, gibt es einerseits YouTube. Andererseits, ich werde viele kennen. Ich werde nicht alle bei meinem ersten Weltendurchgang kennen, soweit bin ich noch nicht. Aber ich werde definitiv viele kennen. Also eventuell kann ich euch auf die eine oder andere Weise bei eurem eigenen Playthrough helfen. So. Ich will noch an die Zutaten, ja. Oh, danke, Donald. So, aber das war's noch nicht, denn hier hinten gibt's keine Gegner mehr. Ich dachte, ich hätte noch ein paar übrig gehabt. Nun gut. Also folgendes. Wir gucken jetzt nochmal beim Gummifon. Glücksembleme, es fehlt nur noch eins. Bei Olympus fehlen natürlich alle. Und dann haben wir Schätze hier. Und ich schätze mal, da fehlt uns nur noch eine Schatztruhe in ganz Twilight Town. In Olympus nebenbei auch nur noch zwei. Ich weiß sogar, wo eine in Olympus ist. Die habe ich beim Titanenkampf einfach vergessen. Warum auch immer. Kein Gebietsübergang. Es ist alles ein Gebiet. Die Stadt, der Wald und die Menschen. So. Und hier gibt es dann auch das finale Glücksemblem. Und damit haben wir alle in Twilight Town. Bumm. So einfach geht das. Und falls ihr euch fragt, wo ist denn die letzte Truhe? Die ist direkt hier hinten. So, Petersilie. Und hier... Let's see. ...haben wir dann auch das Einhorn-Symbol. Das Ominöse, was eventuell zu Union Cross-Zeiten entstanden ist. Das weiß man nicht. Ja, aber was wir jetzt hier gesehen haben, ist leider alles, was man von Twilight Town erkunden kann. Es ist leider nicht größer als das hier. Naja. Oh man, weckt das Erinnerung. Namine da oben zu sehen, das siebte Wunder von Twilight Town. Ob es die noch gibt? So much for hoping Twilight Town would be safe. Nicht wahr?
Dann mach mal die Augen auf, Kleiner. So. What do you think, guys? This place is even creepier than I remember. Well, they do say that this mansion is haunted. Hey there! Thanks for the heart attack! Oh, what? Did I scare you? Our bad. So how did it go? Did you get any leads? Nope, afraid not. The asking around thing was a total bust. Yep, this old mansion is our last hope. You guys ready? Another Twilight Town awaits. Yeah. Here we go. The password was, sea salt ice cream, right? Okay, I'm in. Let's get that transporter working. Oh man, the transporter's been protected. Protected from what? I guess from us? We can't use it to get to the other Twilight Town. Why not? It worked before. We sent Sora there. Well, that was then, and this is now. And there's no other way? None that I know. Great. Huh? Hello, Sora. You wouldn't happen to be in front of a computer. Huh? Well, yeah, but how'd you know that? I was tinkering with Ansem's computer. You know, to decrypt the code that was left in it. And I noticed that someone had logged in from another terminal. I figured it might be you. Oh, yeah, the log terminal. You don't know what he said. Oh, and what? You do? I know. I haven't got a clue. Then, who was it that logged in? Oh, hi there. This is Pence. I'm the one who logged into the computer. Good. As long as it's a user that we know we can trust. Yup. But I'm kind of stuck here. One of the programs is protected, so I can't run it. Which program? The transporter to the other Twilight Town! It's the only way to find Roxas. You gotta help us. Another Twilight Town? And a transporter? Okay. A virtual town inside the computer made of data. A datascape? Fellas! Mm-hmm. We've seen one. That's what we used once to investigate Jiminy's journal. Maybe I can do something. Pence, let's get a network set up. My address here is... Okay, sharing is enabled. Huh?
Were you able to fix it? Now that our two computers have been successfully networked together, I can take control of the terminal there and change the privileges. And Roxas? Yes. For the virtual world to be completely realized, Ansem the Wise would have included Roxas's full data in the construction. Meaning, somewhere on your machine there's a log of that data that... Basically, we can decipher Ansem's code more quickly, and we can analyze the virtual Twilight Town while we're at it. Okay, great. I can't computer, so do that. Glad you're following along. Don't worry, we'll handle it. Chip and Dale will be helping me out here on this end. I'll call you back as soon as we know anything more. Thanks. Oh, before I forget, a bit of troubling news. It's about one of the organization's former members. You knew him as Vexen. But to us, he was Ansem's apprentice, Evan. He was recompleted like the rest of us. But hadn't regained consciousness yet. Then, sometime after Lee left, Evan vanished. Alias and Dylan, the two you knew as Lexius and Zaldin, they went out looking for him, but he's just gone. And I'm starting to worry. Oh? You think he's on their side? I think it's a real possibility. He's a devious researcher. You should be careful. All right. Thanks. Oh no! We got work! I totally forgot! Really? But what about all this? Hey, both are important. We're gonna need some cash to go to the beach. Also, don't forget the pretzels. Gotta buy four now. Hmm? Oh, I get it. He's thinking ahead. Later, Sora. Yeah, see ya, Hainer. Bye, Donald. Goofy. Goodbye! Oh, and since I'm manning the computer here, you guys are in charge of earning my share. No pretzel for Pence. Hey! Oh Mann, es tut gut, die ganzen Gegenden mal in PS4-Grafik zu sehen, einerseits. Andererseits ist es ein bisschen merkwürdig, dass wir keinen Zugriff auf das Twilight Town der Datenwelt haben, weil am Ende von Kingdom Hearts 2, als wir zuletzt in diesem Raum waren, war es uns ja spezifisch möglich, genau über diesen Computer dahin zu kommen. Man kann vielleicht vermuten, dass das Zerstören dieses Computers der Datenwelt von Roxas Seite aus vielleicht für einen Fehler gesorgt hat. Nur selbst das war ja vor der letzten Benutzung, die wir in Kingdom Hearts 2 mit dem Computer hatten, wo wir uns selbst dann digitalisieren konnten. Nebenbei, das ist ein schöner Callback, dass wir jetzt hier aus der Mansion kommen, weil in Kingdom Hearts 2, als wir aufgewacht sind, ist das ja das erste, was wir gespielt hatten, wie wir genau hier sind. Und ich glaube, die nehmen sogar dieselben Positionen ein, die sie damals hatten. Andererseits, dass sie einen weiteren Job haben, auch ein schönes Callback an unsere Jobgeschichte mit Roxas damals. Und ich mag es auch, die Dynamik, die wir jetzt mit eurem neuen Helferteam haben, dass der Jens so dazu gehört, Chip und Chap dann mit dazu. Das Gummiform machte einiges möglich, was früher nicht gegangen wäre. Aber es ist schön, dass so im Hintergrund Leute für uns Sachen nachforschen können, für die Sora ja zugegebenerweise kein Talent hat. I can't computer. Wenn man das schon so sagt, dann sollte das ja einiges aussagen. Nur die Sache mit Evan macht einen Sorgen. Wenn er jetzt wirklich vielleicht zur Organisation wieder gehört, dann muss man sich fragen, warum haben sie ihn nicht gleich geholt? Denn er lag auch da, als sie Isa bzw. Sykes geholt haben. Eine Szene, die wir spezifisch gesehen haben in Kingdom Hearts komplett und haben ihn nicht geholt. Und die nächste Frage ist, ja vielleicht, weil sie sich Sora nicht holen konnten in Dream Drop Distance. Denn Sora war ja eigentlich das 13. Gefäß. Die andere Sache ist, er könnte sein Replika-Kogram wieder aufleben lassen. Außerdem wäre er das 13. Mitglied. Mit anderen Worten, die Organisation müsste jetzt komplett sein. Wenn sie Evan wirklich geholt haben. So, you think you can bring Roxas back? Oh. Ansem! Xemnas!
Roxas should never have existed in the first place. What you seek is impossible. Roxas does exist. His heart's inside my heart. And in the unlikely event you did manage to separate the two, where is it you think you can put his heart? Well, Roxas used to live in the other Twilight Town, right? So, I'm just gonna put him back there. Do you even realize what you are saying? The other Twilight Town is just Data. A heart can live anywhere, even inside Data. There are hearts all around us. Ansem and Xemnas used to be part of the same person, right? But look, now they exist separately just fine. If they can do it, then I don't see any reason why you and Roxas can't find a way. Oh, yeah! Yeah! You tell him, Captain Goofy! In that case, by all means. Nothing would please us more than Roxas's return, of course. You wish? He'll never answer to you again! Still so blind. A nobody is what's left behind. When one gives his heart to darkness, there is only one way to bring Roxas back, which is for you to give your heart up as well. Sora, have you finally decided to call upon the darkness? What? Go on then. The shadows are never out of reach. Now, set your heart free. Wait! Sora! It's not darkness. Not if it helps him. Na, ich weiß ja nicht. Wir haben die Destiny 1 Kampfmusik. Außerdem ist Xemnas, eine finale Attacke, die wir mit Donald ja geskillt haben. Ich weiß nicht, ob wir die schon mal gesehen hatten. Ich komme da ein bisschen durcheinander mit dem, was ich schon mal aufgenommen habe, weil das ist ja der letzte Part, den ich neu aufnehme. Ich mag die Dynamik, die Xemnas und Ansem haben. Also, die beiden passen ja wirklich zusammen. Sagen sogar dieselben Sätze gleichzeitig. Ansonsten... Naja, die Sache ist, ich weiß nicht, ob Goofy da nicht ein bisschen zu optimistisch ist. Ich meine, in Daten konnte man vielleicht einen Körper für Roxas programmieren, aber ansonsten ist das Problem halt, dass Roxas wirklich keinen Körper hat. Und selbst dann musste man irgendwie das Herz aus Sora extrahieren können. Und wie das geht, ist ja die nächste Sache. Also, das Herzloswerden bzw. einen Niemand kreieren ist... Oh. Mist. Egal. Ist ja eigentlich, soweit wir das wissen, die einzige Lösung. Ohne weitere Körper gäbe es keine Möglichkeit, Roxas Herz irgendwie sinnvoll einzubringen. Und ihn in der Datenwelt gefangen halten? Die Sache ist, wenn Roxas digitalisiert wurde, wurde er in einen digitalisierten Körper geschickt oder wurde sein Körper komplett digitalisiert? Also es schien immer so wie Letzteres. Mit anderen Worten, wenn man Roxas Körper... in der Datenwelt herstellen könnte, könnte man ihn zurückbringen. Aber wenn wir keinen Zugriff auf die Datenwelt haben... Jiminis Tagebuch, weil dort einer existierte? Herc said... He said, with all my heart. Okay, then all my heart it is. I'm getting Roxas out. Are you with me? Donald? Goofy? Huh? You betcha! I don't know what Ansem and Xemnas want, but I think we better tell the others to watch out. Yeah. Okay then. Let's head back to town. We could try and catch up with Hedda on the yacht.
Und genau das machen wir. Und wir können hier im Moment nichts tun. Eventuell, ich meine, es gab einen Roxas in Jiminys Tagebuch, auch wenn das nicht wirklich der echte Roxas war, sondern mehr eine Art Testtürsteher, bevor wir zu Namini kamen. Also, wer weiß, ob wir den überhaupt benutzen können. Das ist alles ein bisschen vage. Ist alles ein bisschen vage. Ansonsten haben wir wirklich keinen Körper für Roxas. Und wenn Sora zu einem Herzlosen bzw. niemand wird, wer weiß, ob er da so glimpflich rauskommen kann wie in Kingdom Hearts 1? Wir sind uns ja nicht ganz sicher, was ihn damals zurückgeholt hat. Man vermutet, dass es Kairis Status als Prinzessin der Herzen gewesen ist, aber eine richtige, mehr als eine Vermutung ist das bisher halt einfach nicht. Deswegen könnte es doch sehr böse enden, wenn wir es auf diverse versuchen, Roxas zurückzuholen. Die weitere Frage wäre natürlich, warum würde es Ansem und Xemnas eigentlich freuen, wenn wir Roxas wieder beschaffen? Nun, das ist halt so die Sache. Ich habe ja schon mal vermutet, dass eventuell es der Organisation 13 mehr bringt, wenn sie einen kämpfenden Wächter haben, als wenn sie eine Prinzessin der Herzen als Rückversicherung benutzen. Weil es muss ja einen Grund geben, warum die leichten Opfer gerade die Rückversicherung sind und die kriegerischen Schlüsselschwert-Erschaffungsmaterialien die sind, die sie lieber haben wollen. Also irgendwie scheinen uns Ansem und Xemnas das zu leiten, weil es ist egal, ob sie Roxas kontrollieren können oder nicht. Ob er jetzt ein Wächter der Dunkelheit wird, ob er jetzt ein Wächter des Lichts wird. Es ist ganz egal, weil sie kriegen in beiden Fällen ihr Kampfmaterial, was sie brauchen, um die X-Klinge zu schmieden. Also haben sie eine Win-Win-Situation. Und deswegen würde es sie in jedem Fall freuen, wenn wir Roxas zurückgewinnen. Egal, wie wir das schaffen. Und wenn Sora zu einem Herzlosen werden würde, dann hätten sie etwas Neues, was sie eventuell nutzen könnten für ihre Wächter der Dunkelheit. Wobei jetzt die Frage ist, ob sie das brauchen, wenn Evan sich ihnen wirklich angeschlossen hat. Und die weitere Frage wäre, sprechen wir in diesem Fall dann überhaupt noch von Evan oder ist es dann schon wieder Wechsen? Fragen über Fragen. Hauptsache, ich habe trotzdem Schaden bekommen. Mein Magiewert mit diesem Schlüsselschwert ist absolut nicht gut. Oh ja, es gibt eine Sache, die ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Guck mal, wenn ich das Schlüsselschwert jetzt wechsle, dann sind wir wieder auf dem Konterschild. Wenn ich es jetzt wechsle, wieder auf dem Kingdom Key. Und wenn ich es jetzt nochmal wechsle, ist wieder der Konterschild. Und jetzt wird die Leiste ablaufen. So, jetzt sind wir wieder auf dem, wie heißt das, Heldenwappen? Heldenwiege. So, jetzt sind wir wieder auf der Heldenwiege. Also was ich damit sagen will, ist, wenn wir ein Schlüsselschwert transformieren und dann das Schlüsselschwert wechseln, dann wird die Transformation gespeichert. Und jedes Mal, wenn ich zu dem transformierten Schlüsselschwert wechsle, ist es weiterhin transformiert. Selbst wenn man das Gebiet wechselt, selbst wenn man Cutscenes zwischendrin hat. Es verwandelt sich nur wieder zurück, wenn wir die Welt verlassen. Das ist das einzige Szenario. Und das können wir eben auch taktisch einsetzen. Wenn man zum Beispiel weiß, oh, gleich kommt was, wo ich die Form besser gebrauchen kann. Genauso zeige ich euch jetzt Folgendes. Ich sammle jetzt mit dem Kingdom Key die Abschlussangriffspfeile. Jetzt wechsle ich das Schlüsselschwert. Und seht ihr? Die Pfeile haben sich auch übertragen. Mit anderen Worten, wenn man ein Schlüsselschwert hat, was sich weiter transformieren kann, was auch geht in der zweiten Transformation, oder ein Schlüsselschwert, was so halt mit vollen Einsatz direkt zu einem Final, zu einer Finaloption bringen willst, dann kannst du einfach das Schlüsselschwert wechseln, mit einem anderen Schlüsselschwert die Pfeile sammeln, um dann mit dem Schlüsselschwert deiner Wahl, wo du es vielleicht, keine Ahnung, schwierig findest, die Pfeile zu sammeln, alle Pfeile zu haben und direkt das Abschlussangriffskommando zu machen. Was eine sehr gute Möglichkeit ist, das zu nutzen. Das kann einen taktisch so gut ausrüsten. Du wartest dann also einfach auf den richtigen Moment, es einzusetzen. Oder sammelst schon, damit du es auch auf jeden Fall einsetzen kannst. Egal, wofür man sich entscheidet. Beides hat seine Vorteile. Und das ist einfach schön, dass es diese Option gibt. Nebenbei, habe ich nicht schon ein drittes Schlüsselschwert gerade bekommen? Nee. Das kriege ich erst später. Ich habe mich nur falsch erinnert. In der japanischen Version hatte ich schon drei Schlüsselschwerte zu diesem Zeitpunkt. Aber da war auch das PlayStation Store Download Schlüsselschwert bei. Also ist überhaupt kein Wunder. Deswegen erinnere ich mich hier und da gerade ein bisschen falsch. Ja, ich denke, come on, schon wieder Gegner?
Also ja, was man sagen kann ist, der Twilight-Town-Besuch hat uns leider mehr Fragen beschert als Antworten. Und im Prinzip haben wir gerade keine andere Möglichkeit, als das Spiel weiterzuspielen, um unsere Wächter zu sammeln. Für jetzt gerade sind uns die Hände gebunden. Man kann nur hoffen, dass der König und Mickey mehr Glück bei der Suche nach einem Anhaltspunkt auf Aqua haben. Auch wenn wir natürlich schon wissen, was mit Aqua los ist. Aber sie scheinen ja jetzt jemanden zu suchen, der mit Aqua eine Verbindung hat. Nun, Ventus schläft, Ericus ist tot, also der Einzige, der dafür noch in Frage käme, das wäre wohl Terra. Aber der ist auch MIA. Also, ich habe keine Ahnung, wie sie das machen wollen. Well, bless my bagpipes. It was you laddies who rescued my chef. Like a Strange. Huh? Wait, didn't he sell ice cream in Hollow Bastion? That's right. But Uncle Scrooge here is what you might call a world traveler. Cool. How are you, Uncle Scrooge? Oh, hello, Sora. You're looking hale and hearty. I heard you were on another grand adventure with these two. I hope Donald isn't making a menace of himself. Why did you have to say that? So, Uncle Scrooge, what's that you were saying about a chef? Oh, right. The chef of me bistro here wanted to show you his appreciation. So, he baked this for you. Hmm. What is it? Wow! Cake! Hmm? The whole cake? It's for us? Huh? Settle down. The chef wants you to know it's not a cake, but a tart of fruit. He does? Why keep it under my hat? May I introduce Little Chef? Oh, oh. It's you! Uncle Scrooge, you opened the bistro in Twilight Town. Aye. It all started a little while ago, when I was enjoying one of the best meals of my life. And when I asked to speak to the chef, I met this wee genius. As it turns out, he wanted to expand his culinary horizons. So I thought, that's an opportunity. And I financed the whole operation. Ooh, I think he wants to cook some more for you. Fetch some ingredients. Especially anything unusual. That'll be fun. Kinda like a scavenger hunt. And the more the better. The mark of a truly great chef is creating masterpieces out of anything. You can start right here in town. We'll do anything to try more of Little Chef's food. That tart sure did look scrumptiously delicious. Okay, the ingredient hunt is on. Also, hier in der Stadt sind einige Zutaten versteckt, die wir benutzen können. Nebenbei, jetzt weiß man auch, warum Tick, Trick und Track hier sind. Weil sie natürlich mit Dagobert reisen. In Hollow Bastion waren sie ja in Kingdom Hearts 2 da auch. Und vorher waren sie in Disney Town, wo Dagobert allein in Hollow Bastion ist. Man kann also damit denken, dass Dagobert derjenige ist, der dafür verantwortlich ist, Tick, Trick und Track hierher zu holen. Denn wir wissen ja schon durch Kingdom Hearts Birth by Sleep, dass er damals mit Mickey Möglichkeiten hatte, durch die Welten zu reisen, weil sie auch ein Blumenschiff besessen. Also ja, Dagobert besitzen. Danke. Danke fürs Unterbrechen, danke. Ich liebe es. Also ja, man kann also sagen, Dagobert hat ja auch ein eigenes Gummischiff. In dem Fall, und deswegen kann er halt durch Welten reisen. Das ist ja soweit kein Geheimnis. Das wissen wir ja schon seit King Mars. Ja, kann er, aber unterbrich mich nicht. Mann, Leute. Ich habe noch keinen Sprung aus dem freien Fluss heraus. Das kommt erst leider ein bisschen später. Was ein bisschen nervt. Ja, Sora. Aber unterbrich mich doch bitte nicht. So. Jetzt wisst ihr nebenbei auch, warum diese ganzen Sachen hier vorher nicht anschlagbar waren, obwohl sie da waren und da offensichtlicherweise Zutaten rauskamen, weil sie hierfür aufgespart wurden.
Das ist tatsächlich der Grund. So, einmal hier wieder bei dem Mickey-Emblem. Und das letzte Teil, was wir haben, ist da unten. Hey! Guys! Huh? Hainer! Olette! Hey, boss. Done with the posters. Uh-huh. Hey! Good work, kids. You guys work for Uncle Scrooge here at the bistro? Do we? He gave us a short job putting up these special posters. Mr. McDuck's hosting an open-air film festival in the courtyard. Cool, huh? Oh, Sora. Hold your phone up to the poster. Okay. There, you've just downloaded a promo game for the film. You can try it later. You download this, Uncle Scrooge? Of course, laddie. Provide a bit of entertainment, and then give folks a nice, cozy place to relax. Like my bistro here. They'll all be happy and hungry, and eager to spend their money. Uncle Scrooge. Gore, she sure is canny. I always wondered how he keeps customers coming into his businesses over and over. Oh, yeah, I'm no business guy, but I sure wouldn't want to be one of Uncle Scrooge's competitors. Seriously. Oh, right. I need to warn you guys. Why? Well, those creepy crawly things might come back for more. So stay on your toes. Sure. But don't we have you guys to take care of him for us? You have to leave again? Mm-hmm. It's our job! But we'll definitely be back. When you gonna slow down? Sorry. Just do me a favor. Well, what is it? Don't make it too tough. I know how Roxas feels to be lost. But Donald and Goofy, Kyrie, brought me back by wishing with all their hearts. Mm-hmm. So, I was hoping the three of you would do the same, and wish for Roxas. What? That's it? That's no favor. We'll all wish. I'm wishing. Yeah. Me and Pence, too. Thanks. Aren't you making it a little too obvious? We were instructed to guide him. Yes. Just look at them. They wouldn't get far if we did not spell it out. Huh. Fair enough. But let's not forget how many times Sora still managed to rain on our parade. If he wavers from the path we lay, we destroy him. But in that case, we'll have to find ourselves another vessel. That is why we never have just one iron in the fire. Also leiten sie uns wirklich. Aber das ist ja auch keine große Überraschung. Und mehr als nur ein Eisen im Feuer? Wenn er damit auf Wechsen anspielt und einer Wiederbelebung des Replika-Programms, dann hat er eindeutig recht. Aber wir sprechen hier von einem Lichtwächter, wenn sie Sora zerstören. Also wie wollen sie das machen? Die Prinzessin der Herzen. Die Rückversicherung. Wir haben ein Classic Kingdom Minispiel bekommen und ein weiteres Schlüsselschwert. Wir sind im Prinzip fertig mit dieser Welt. Weiteres zu dem ganzen Zeug werde ich euch später noch zeigen. Die Classic... Donald! Halt die... Ja echt, ey, wo ist Cypher? Halt die Klappe, Donald! Lass mich reden! Lass mich reden! Sorry. Sorry, das musste jetzt einfach mal raus. Die ganze Zeit werde ich schon unterbrochen von Donald und Goofy. Das geht nicht, Leute.
Jetzt bin ich weit weg von denen. Jetzt müssen sie mal die Klappe halten. So, im Prinzip sind wir mit Twilight Town fertig. Wir werden den Part auch an dieser Stelle beenden. Im nächsten Part, ich muss euch vorwarnen, werden wir einige lose Enden verknüpfen. Ich werde nach Olympus und dort auf Schatztruhensuche bzw. Glücksemblemsuche gehen. Und wir werden ein bisschen im Gummy Space machen, aber nur ein bisschen. Die nächste Folge könnte ein bisschen länger sein. In der nächsten Folge passieren auch noch ein, zwei wichtige Sachen, sobald wir Twilight Town verlassen, ne? Es kommen noch ein, zwei Cutscenes. Aber es wird nicht zu viel Wichtiges im nächsten Part passieren, außerhalb dieser Cutscenes. Also am Anfang ein bisschen Wichtiges und der Rest wird dann nur Collection. Will ich euch nur vorwarnen. So ist das geplant. Also dann, bis zum nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Kommentieren nicht vergessen. Dragline ist over and out. Bis dann. Und die Classic Kingdom Minispiele mache ich, wenn ich ein paar mehr davon habe. Das wird dann ein extra Part. Tschüss.